Schalömchen, Freunde. Schalömchen. Ich stehe jetzt zwar gerade mit dem T-Shirt hier, aber draußen haben wir arschkalt. Heute Morgen hat es gefroren und ich musste kratzen. Das erste Mal in diesem Jahr. Viele haben uns gefragt, worauf muss ich denn achten, wenn ich den E-Scooter in dem Winter betreibe? Ja, vieles kennt ihr wahrscheinlich schon oder wisst ihr, aber manche Sachen vielleicht auch nicht. Deswegen werden wir heute mal ein bisschen drauf eingehen. Vielleicht vergessen wir auch ein paar Sachen, wir sind nicht perfekt. Ja, aber das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben und wir pinnen das Kommentar dann an. Genau, könnt ihr auch so eine kleine Diskussion. Die Leute, die sich darüber interessieren, können sich das einfach hier angucken und den Rest unten durchlesen. Genau, so Diskussionsrunde unten. Dann kann man sagen, jo, das haben die vergessen, das ist eine gute Idee. Wir fangen aber erstmal natürlich mit den... Ja, mit dem Offensichtlichsten an, Freunde. Da haben wir zum Beispiel, wenn die... Das tut uns leid, aber das müssen wir jetzt leider einfach hier einbauen. Also, wenn ihr fahrt und es ist glatt, dann solltet ihr natürlich aufpassen, weil es ist glatt. Echt? Ja. Auch wenn ihr natürlich jetzt vielleicht schon nicht mehr, hätten wir vielleicht schon ein bisschen früher machen sollen, ein Video. Was ich auch hätte vielleicht, oder man muss es vermeiden, wenn die Blätter vom Baum fallen. Wir haben einen Reichweitentest gemacht und ich bin fast auf Fresse geflogen. Nur, weil ein paar Blätter auf der Straße liegen. Also, da müsst ihr euch aufpassen, wenn die Fahrbahn durch Blätter oder Eis oder durch Schnee oder durch Big Mac verunreinigt nicht ist, da muss man natürlich auch was. Ja, das heißt quasi, wenn ihr bremst, versucht dabei nicht zu lenken oder sonst irgendwelche hektischen Bewegungen zu machen. Vorsichtig bremsen, keine Vollbremse machen, rutscht gerne mal weg. Wenn ihr eine Hinterradbremse und eine Vorderradbremse getrennt haben solltet, nicht so wie dieser Kollege, der hat nur eine Hinterradbremse, dann versucht mehr mit der Hinterradbremse zu bremsen. Also mit der Vorderradbremse ist aus unserer Erfahrung irgendwie das sicherere Bremsen. Die meisten Scooter haben leider nur noch einen Bremshebel, warum auch immer. Und deswegen einfach vorsichtig und sachte bremsen. Dann haben wir natürlich noch die Punkte Rost und so weiter. Und sollte man generell, wenn es draußen nass und kalt ist, mit so einem Ding fahren. Wie sollte man den E-Scooter laden? Wenn ihr kein Keller oder irgendwo wie hier bei uns im Flur die E-Scooter hinstellen wollt, sondern nur eine Garage habt oder gar keine Garage habt und es geht dort draußen, die E-Scooter draußen stehen, müsst ihr natürlich aufpassen. Optimal ist die Lagerbedingung von 5 bis 10 Grad. Nein, die sollten nicht unter 5 Grad, dann kann also das ist mindestens, das ist nicht optimal. Das ist quasi stimmt, das, ja, also mindestens. Das ja. Hat also mindestens 5 bis 10 Grad sollte der Lagerort haben, ist auch schon wirklich dann unterste Grenze. Was auch wichtig ist, da denken auch viele, dass das so ist, das ist nicht so. Ladet den Akku nicht voll auf und lasst ihn dann stehen. Wenn ich zum Beispiel mit dem Chopper fahre, oder ich fahre zum Beispiel nicht mit dem Chopper, weil es arschkalt ist, gut, morgen fahre ich da wieder mit, aber egal, dann bleibt der Akku hier nicht voll aufgeladen. Der ist dann auch so bei 60% ungefähr, so 50-80%, sagt man da. In dem Bereich sollte sich der E-Scooter auch befinden. Dann hat er quasi seine Lagerspannung. Das ist auch der Grund, warum Geräte, wenn ihr euch die kauft, elektrische, nicht 100% aufgeladen sind. Bei NIO ist das zum Beispiel so, warum auch immer, das Ding ist 100% leer, geht nicht mal an. Keine Ahnung, warum das so ist. Haben wir noch nicht rausfinden können, Freunde. Vielleicht auch Fehlfunktion, aber deswegen schicken die Hersteller die E-Scooter immer mit 60-70% vollgeladen, weil das ist die optimalste Lagertemperatur für Akkus und man muss die danach öfters mal ein bisschen nochmal laden, damit diese Lagerspannung vorbeigeht und der E-Scooter seine volle Potenzial entfachen kann. So viel zur Lagerung, wie gesagt, am besten immer warm lagern, ist klar, das ist nicht gut für den Akku. Der Akku zieht dann, was auch noch wichtig ist, vielleicht sofort zu sagen, ladet den Akku nicht auf, wenn ihr jetzt sagen wir mal im Minusgraden fahrt und dann direkt stecken, also anstecken, weil der Akku sollte nicht bei Minusgraden geladen werden und der Akku ist natürlich, beziehungsweise der Scooter generell, ist ja natürlich noch arschkalt, wenn ihr bei Minusgraden fahrt. Ja, also die meisten Leute werden ihn vermutlich, wir gehen jetzt nicht davon aus, dass ihr ein Haus habt und eine übelste Garage und so ein Scheiß, wir gehen jetzt davon aus, dass ihr ganz normal eine Wohnung habt, ihr schleppt den E-Scooter die Treppe hoch und lasst ihn dann einfach mal eine halbe Stunde stehen, bis er sich ein bisschen aufgewärmt hat. Dann ladet dem, ist einfach auf lange Sicht besser für den Akku. Wussten wir nicht, wissen wir seitdem René uns das geschrieben hat, nachdem wir hier reinkamen und den komplett gefroren haben. Letzten Winter war das, glaube ich, ne? Kann sein, und E-Scooter direkt aufgeladen haben, hat er gesagt, halt, stopp, so nicht, Freunde, das ist nicht gut. Ist tatsächlich sogar ein wichtiger Tipp, den viele nicht wissen. Ja, wie gesagt, wir wussten das auch nicht. Da gibt es noch ganz andere Tipps, da könnt ihr gerne auch, wie gesagt, euch in den Kommentaren austoben und was dazu schreiben. Aber wir wurden jetzt so oft gefragt, wir machen dann einfach mal so allgemeine Videos zu sowas und dann kann man immer das Video, den Link einfach schicken, wenn wir die Frage gestellt bekommen. So, ja. Was kann man da machen, was kann man da machen, was kann jetzt man da machen? Können wir natürlich nochmal, Lagerung haben wir gesagt. Wenn ihr jetzt draußen Schnee habt und ihr sagt, ich fahre da jetzt durch, mir scheißegal, kann es sein, dass tatsächlich der E-Scooter zu Fehlfunktionen kommt? Wir wurden gerade vom Lieferdienst unterbrochen, Freunde. Aber weiter geht's. Also, wenn ihr sagt, jo, Lagerung haben wir jetzt verstanden. Wir wissen jetzt auch, dass man vorsichtig fahren muss. Wer hätte das gedacht? Dann kommen wir jetzt zu den Sachen. Wie
muss sich euer Scooter verhalten? Beziehungsweise was müsst ihr an eurem Scooter ändern, um vielleicht ein besseres Ergebnis auf der Straße zu erzielen? Da kommen wir zuallererst mal ein bisschen Reifendruck ablassen. Ja, Freunde, wer hätte das gedacht? Weniger Reifendruck, gleich mehr Grip. Deswegen auch mehr Stromverbrauch und so weiter. Aber ihr habt dann mehr Auflagefläche und das hilft euch ein bisschen. Tatsächlich hätte ich nicht gedacht eigentlich. Also klar, macht Sinn. Wie ihr schon sagte, das ist einfach vom Verhalten, vom Grip besser. Aber ich wäre auf die nicht gekommen. Ja, deswegen sagen wir das ja. Wie gesagt, der Offroad 1S, der ist in Mache. Der kommt bald ein Video zu. Also wie wir das mit euch zusammen machen, den Offroad 1S bauen. Für den Winter halt, nein, den Winter 1S besser gesagt. Dann werden wir natürlich alles nochmal genau behandeln. Die Spülmaschine hat gerade angefangen zu piepen, aber Video ist eh gleich zu Ende, deswegen ist das jetzt egal. Dann, Freunde, haben wir natürlich bewegende Teile einfetten. Alles das, was irgendwie verrosten kann oder so, sollte man vielleicht einfetten. Wichtig, eine Bremsscheibe kann ebenfalls anrosten, die bitte nicht einfetten. Ganz wichtig. Es gibt ein Szenario, wo man eine Bremsscheibe tatsächlich einfettet. Das ist aber nicht zu empfehlen. Das ist nur für Lagerung und deswegen machen wir sowas nicht. Das ist absolut Bullshit. Das ist lebensgefährlich, deswegen lasst das bitte sein. Also alle beweglichen Teile, auch hier habt ihr ein paar bewegliche Teile. Ruhig mal einfetten, ist nicht verkehrt, dann quietscht die Scheiße auch nicht so. Ja. ja, da haben wir noch einen Punkt. Neben den Reifen ist natürlich auch die Bremse wichtig. Da scheinen sich die Geister, ob man jetzt sagt, wir ziehen die Bremse noch mal ein bisschen an, damit man genauer bremsen kann. Oder man tut die Bremse ein bisschen lösen, damit man so eine Art... Ja, also ich würde eher versuchen, eine Art künstliches ABS damit zu erzeugen. Aber wenn der, das ist wieder so eine, ich sag mal, so eine Whisky-Nummer, deswegen streichen wir das, aber wollten es mal erwähnt haben. Generell ist das ja auch bei anderen Sachen auch so, je nachdem, wie man fährt, ne, auch mit Chaos, fahren andere Leute schnell und bremsen schnell oder die tun ausrollen, ja. Dann ist so ähnlich wie mit der Bremse. Aber Freunde, und da gibt es noch so einen Spruch, wer rastet, der rostet. Deswegen ist das ja auch teilweise so, dass man im Auto, wenn man ein Auto fährt, sagt man ja, im Winter soll man die Karre trotzdem waschen. Die meisten Leute waschen ihre Autos nicht im Winter. Was passiert dann? Das Salz, was auf der Straße ist, wird an die Karre geklatscht von unten und erzeugt Rost. Genauso ist das beim E-Scooter. Deswegen E-Scooter im Winter ruhig öfter waschen als im Sommer tatsächlich. Jetzt nicht, weil er dreckig ist, sondern einfach, um ihn von den Salzrückständen zu befreien, weil sonst kann es schon mal schnell rosten. Das gleiche gilt natürlich auch für Mopeds. Was man auch empfehlen kann, gerade bei einem, aber das seht ihr noch in dem Winter ins S-Umbau, es wird ja früh dunkel, deswegen auch ruhig mal ein bisschen hellere Klamotten anziehen. Das Licht von so einem E-Scooter ist meistens echt scheiße. Also NIO ist da zum Beispiel richtig gut. Aber das war auch schon, was mir gerade so spontan einfällt, was richtig gut ist. VMAX ist okay, aber man sieht auf jeden Fall, wo man hinfährt, aber es könnte besser sein. Deswegen empfiehlt sich teilweise auch, einfach mal so eine Aufstecklampe drauf zu machen. Die kriegst du bei Amazon und so. Da stellen wir auch bald, wie gesagt, was zuvor. Ist jetzt erstmal Wayne. Auf jeden Fall. Licht ist wichtig, weil es wird um 16.30 Uhr schon dunkel. Ist jetzt schon dunkel. Schon krass, ey. Wie spät haben wir? Wir haben schon 18 Uhr. Aber Freunde, darum geht's nicht. Wir haben auch einen Reichweitentest im Winter gemacht und sind tatsächlich nur 50% so weit gekommen wie im Sommer. Das heißt, also, Hälfte Reichweite zum Teil. Also ihr müsst natürlich die Reichweite bedenken. Also geht von 50% tatsächlich aus, wenn wir um die 5 Grad haben, ist es realistisch, dass tatsächlich nur noch der Scooter die Hälfte an Reichweite hat. Nicht, dass ihr irgendwo noch auf der Strecke stehen bleibt. Das Scheiße haben wir schon ein paar Mal gehabt. Auf dem Reichweitentest musst du dann schieben. Und dann ich kann sagen, also das haben wir schon so oft gehabt, dass einer von uns beiden laufen musste. Naja, gut, Freunde. Das war doch mit dem Video. Wie gesagt, schreibt eure Akku-Tipps oder Scooter-Tipps im Winter in die Kommentare. Ich würde jetzt diese Spülmaschine ausschalten, denn wenn die fertig ist, piept die. Aber die piept nicht einmal, die piept gefühlt 100 Mal. Und ich frage mich, welcher Spaß programmiert sowas, dass das Ding einfach eine halbe Stunde lang piept. Jetzt hatte ich Mehle. Auf nach Miele. Alles klar, Freunde, danke fürs Zusehen und bis später. Ciao.